Hallo Jungs und Mädels, herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Warframe. So, dann würde ich sagen, dann legen wir mal los. Tenno, we may have a problem. The colony is unresponsive. Get to the surface so we can see what's going on. Okay, wir haben noch irgendwas gekriegt. Noch eine neue Mission oder läuft das jetzt unter der alten noch der Funkspruch? Naja, wir werden es ja dann sehen. Wir lassen uns überraschen, was dann noch so auf uns zukommt. Wird auf jeden Fall noch interessant, denke ich mal. So, das Segment für die Schmiede. The Grineer are here and I cannot find any signs of living colonists. You still have a job to do. Find the boundary segment. So, dann suchen wir mal das Segment. Explosionsfass, okay. Ja, rote Fässer sind immer so Explosionsfässer. Das weiß man eigentlich als Spieler. So, dann gucken wir mal hier drüben. Was hier zu sammeln gibt. This was once a prosperous independent colony. Until the Grineer arrived. The Queens fear you, but I will show them. Their love will return when I deliver you to them. Tenno, are you there? The signal cannot be boosted any further. Hurry, I'm running out of time. Aus Versehen so ein scheiß Fass umgehauen. So. Dann hoffe ich mal, dass ich jetzt hier alles eingesammelt habe soweit. Sprach er und es liegt ein Haufen Munition darum. So. Dum, 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 dum. Mal gucken. So. Okay, da haben wir auch irgendwas. Fahrstuhl oder was? Was haben wir denn hier? Aufzug. Ja. Dann geht's eins höher. Es geht hier also über zwei Ebenen. Mal gucken, dass der uns nicht so schnell sieht. Ah, leider hat er uns relativ fix gesehen. Macht aber nichts. War ja nur noch der eine. Hoffe ich und denke ich mal. Du denn? Ey, du bist auf jeden Fall schon mal ein Zacken härter. Hat so eine viel höhere Nummer oben auf dem Kopf. Viel höheres Level. Na, fall um. Was bist du denn gewesen? Neurode.
Ich glaube, das hatte was mit diesen Begleitern zu tun, die man sich züchten kann aus Eiern oder Gensequenzen. Ja, ihr solltet euch vielleicht auch dieses Einsteiger-Guide-Video erstmal reinziehen. Damit wir auf dem gleichen Stand sind. Normalerweise informiere ich mich ja nicht vorher vor Spielen, aber diesmal habe ich es gemacht, um mich nicht ganz so zu blamieren, weil, wie gesagt, meine MMO-Erfahrungen sind eigentlich relativ gering. Hier wird das Level vorbei sein. Also mal gucken, wie wir da rüberkommen. Das ist doch hier bestimmt nicht umsonst, oder? Oder ist das so? Ich weiß nicht, ob das vom Spiel so vorgesehen ist. Da müsste ich jetzt echt passen. Und das war jetzt natürlich auch mal eine Nummer. Ich habe mich schon gewundert, also hier ist echt nicht viel los. You located the foundry segment. Now pick it up. They spotted you. Ach nee, echt? Natürlich haben sie mich jetzt schon erkannt und gesehen. So. Alarms reset. Ich habe gar keinen Alarm gehört. Is one step closer to completion. Now, there is one more thing you need to do. Eliminate all Grenier and provide justice for the colonists. Aha. Soon the worm will be in your spine, and I will control this warframe of yours. I will purge your doting mother and bring you home. Okay, jetzt sollen wir 30 Gegner töten, um die Kolonisten zu rächen. Das ist natürlich auch sehr nett. Na, kommt da endlich mal jemand? Ganz schön lange auf euch warten, sag mal. Ja, wenn ihr nicht zu mir kommt, dann komme ich eben zu euch. Oh, kein Problem. Sperrt. Beziehungsweise im Arsch. Hm.
dieser Doppelsprung und diese Sprünge an der Wand und so weiter, das ist echt hilfreich. Glaubt man gar nicht. Ah, jetzt kommen noch mehr. Ah, hier sind noch welche drinne. Jetzt hört man auch einen Alarm. Oder ist das nur die Mucke vom Spiel? Oh, das ist nur diese Mucke vom Spiel. Oh, Trophäe erhalten, Spezialagent. So, müssen wir noch ein paar mehr eliminieren. Sind ja noch lange nicht durch. Jawohl, jetzt kommt er hier alle auf einen Haufen oder was? Und erstmal um sich geschnetzelt. Ja, das ist halt im Moment echt wie lebende Zielscheiben. Aber der Schwierigkeitsgrad wird sich wahrscheinlich noch ändern. Außerdem gibt es auch noch PvP. Wird die Herausforderung wahrscheinlich noch ein bisschen größer. So, jetzt können wir zum Abholpunkt. Jetzt haben wir, glaube ich, genug geschnetzelt. So wie das hier aussieht. Noch hier ist auch wieder nur Munition drin. So, dann wollen wir mal ab zum Retrieval Point, ab zum Abholpunkt. Zack. Jawohl. Wo bist du denn? Wieso bist du denn hier hinten als Punkt? Hier unten lang oder was? Nee, was sind wir wieder als oben angezeigt? Hier an der Seite irgendwie. War hier wohl wahrscheinlich ein bisschen falsch. So wie das hier aussieht. Seilrutsche benutzen? Nee, Seil benutzen. Ah, das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Das geht auch. Ah, ist auch ganz cool. So. Trotzdem nicht. Hier oben drüber.
Es scheint noch ein kleiner Pfad zu sein. Kommt man hier irgendwo durch oder was? Ah ja, ne, super. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wo sind wir denn hier? Das sieht ja auch interessant aus. Another job well executed. So, haben wir das auch. Ein paar neue Mods wieder gekriegt, ein bisschen in den Rängen aufgestiegen. Das Übliche halt. So, jetzt sind wir wieder auf dem Schiff. Jetzt können wir die Schmiede in Betrieb nehmen. Your foundry segment is ready for installation, operator. Will the operator build a Cephalon to replace me? Jawohl, die Schmiede. So, der Drucker ist bereit. Foundry restored. Here the operator will craft many powerful weapons and tools to exact revenge for dismantling me. To expand your arsenal. Oh no. Operator, our component storage has been looted as well. Typical Corpus. Sure, the blueprint is free, but jack up the components. Operator, ah, hier können wir das Ding entfernen lassen. In order to build the countermeasure blueprint. Na toll, wir können es noch nicht machen. Wir haben fehlende Komponenten. Na super. Wir brauchen Morphide. Das ist gut. Und Polymerbündel. I know just the place, but I demand an apology. My mother is no gymnast, and she would never eat those things. You can go straight to operator. I am sorry. Wow. Okay, one Rohstoff. You may want to get a new ship, Cephalon, when you can afford it. That one seems glitched. I've marked your navigation with a place I know. It's good for resources, if you can stand the cold. Okay, also geht es jetzt auf die Ressourcenjagd, ja. Ob das der richtige Punkt ist oder ob das nur die Mission ist, die nächste. Boah, es gibt hier auch einen Haufen Planeten. Und wenn die alle so relativ viele Missionen haben, dann... dann ist das natürlich ganz schön krass. Überfall aufs Lager, ja, das hört sich schon danach an. Nach Ressourcen und so weiter. So Jungs und Mädels, sollte euch das Video gefallen haben, lasst bitte ein Abo oder ein Like da. Sollte es euch nicht gefallen haben, könnt ihr mir auch gerne ein Dislike geben, aber dann schreibt was in die Kommentare. In diesem Sinne, bis denn dann.